Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und heute mit einem kleinen Rollenspiel mit der lieben Monashi. Hallo! So, wie gesagt, ich bin halt Paluten Patrick in diesem Spiel. Also, wir werden jetzt eine kleine Fanfiction spielen, also so Rollenspiel machen. Und ich bin halt Paluten. Ihr müsst alle Paluten kennen. Schämt euch für mich. Und sie ist halt Manu und wir spielen jetzt einfach so eine kleine Geschichte nach. Sie wohnt bei der beim Kinderheim und ich wohne einfach hier im Wunderland und wir treffen uns dann irgendwie. Ihr werdet es schon sehen. Also viel Spaß. Mann, es ist so scheiße, dass ich noch nicht fliegen kann. Und ich falle immer ständig ins Wasser. Was ist das? Soll ich mal ins Eisland fliegen? Ach komm, meine Eltern werden es sowieso nicht merken. Habe ich überhaupt noch Eltern? Ja, keine Ahnung. Ich bin fast wieder abgestürzt. Na, war wieder typisch. Oh, da ist das Eisland. Und ich bin beim Eissee. Ui, ist das schön. Monashi? Aua! Was war das denn? Ich hab irgendwas gehört. Das. Oh nein, er kommt näher. Hallo? Warum rennst du weg? Hey, warte doch mal. Warte mal. Hey, warte mal. Hey, warte mal. Nicht wegrennen. Warum rennt er vor mir weg? Warum rennst du denn weg? Keine Ahnung. Au! 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 Sophie! Soll ich dir helfen? Naja, alles gut. Au! Ich komme schon allein raus. Ja, siehst du? Aber hast du dir wehgetan? Nein. Okay. Ich blute nur ein bisschen, aber das ist egal. Das ist nicht egal, wenn du verblutest. Warte doch mal, nicht wegrennen. Warum rennst du denn ständig vor mir weg? Weil ich dich nicht kenne und du ein Fremder für mich bist. Genau. Du sprichst einen wildfremden Person an. Sorry, tut mir leid. Aber, wie heißt du denn überhaupt? Ich muss los, meine Betreuung ruft mich. Tschüss! Okay. Das war jetzt komisch. Betreuung? Ist der etwa in der Adoption, also in dem Kinderheim? Da drüben? Ich gehe mal nach. Soweit es geht. Hallo Mandy. Ich bitte dich jetzt nach Hause, sonst werden meine Eltern sauer, wenn ich überhaupt noch Eltern habe. Aber dieser Typ ist jetzt der Junge, geht mir nicht mehr aus dem Kopf.
Irgendwie kann ich nicht schlafen. Ich schaue beim Eis nach, ob dieser Typ da ist. Vielleicht kann er ja auch nicht schlafen. Dieses Fliegen ist so. Ah, oh, das kann ich gar nicht. Oh, Hilfe. Hilfe! Jetzt hänge ich fest. So. Ich kann halt auch nicht richtig fliegen. Das muss ich noch lernen. Aber zu laufen wäre ja auch zu langsam, wenn die zusammen dauern würde. Ach, okay, dann laufe ich halt. Wo war denn der Eissee nochmal? Habe ich mich jetzt gerade. Ich habe mich gerade verflogen. Da geht's nicht lang. Der Eissee muss ja hier irgendwo sein. Das ist Lavaland. Nicht viel falsch. Ich hab mich verflucht. Aber es wird Tag. Ah, okay. Es wird einfach mal Tag. Kann ich wenigstens ein bisschen was sehen. Aber eigentlich müsste es ja in der Richtung irgendwo sein. Ich bin manchmal sehr vergesslich. So. Es ist doch nicht wahr. Da geht's lang. Ja, doch, doch. Das muss da lang sein. Komm ich jetzt da hochgeflogen? Halt irgendwie dumm. Fail. Ah, ja. Es wird eh Tag, da sehe ich, glaube ich, mehr, wo es lang geht. Könnte ich auch einfach auf den Berg gehen, dann könnte ich sehen, wo es lang geht. Und sonst irre ich hier noch weiter rum. Das wäre dumm. Ach, das wäre irgendwie dumm. Ah, danke. Ja, da ist er. Da ist er. Nee. Leute, verzeiht mir diesen Fail. Ich hab nicht so. Ah, da ist geht's so. Ah, ja, da ist er doch. Sorry. Jetzt geht's weiter mit der Geschichte. Das tut mir so leid. Das werde ich wieder gut machen. Nicht dieser Manu? Aber Tiger hat doch gemeint, ich soll nicht zu ihm hingehen. Ach, ich höre nicht auf sie. Ich gehe zu Manu. Hi, Manu? Hi, wer bist du? Wer weiß mein Name? Von einer Freundin von deinen Freunden? Was? Wer? Sie heißt Tiger. Die kennst du wohl nicht. Sorry. Gesundheit, kein Ding. Okay. Hi. Das hast du toll gemacht. Warum meinst du jetzt weg? Ich muss was vorbereiten. Für wen? Was? Warum? Das kann dich doch nicht interessieren. Das ist vollkommen. Warum soll es mich nicht interessieren? Weil es dich nichts angeht.
Warum bist du so störrisch? Warum bist du so... Ich bin hier! Emmy, komm raus! Komm schon, Manu! Ach, Mann, wo bist du? Eine Schwester findet sich eben nicht leicht. Irgendwie ist der schon sehr seltsam. Vielleicht muss ich nochmal mit Tiger reden. Die wird mich natürlich wieder anschnauzen. Vielleicht wird sie ja mit Manu reden können. Vielleicht erinnert er sich doch. Oder vielleicht mit Maudado oder so. Mit dem er auch im Kinderheim ist. Also, der tut mir schon irgendwie leid, aber er ist doch irgendwie süß. Was hatte ich da gerade gesagt? Ich kann mich doch nicht in Manu verliebt haben. Nee. Das kann ich doch nicht machen. Das kann ich doch nicht machen, nein. Ah, hier ist schön baden. Ja, ich tue jetzt baden. Wee. Aber ich kann mich doch nicht in Manu verliebt haben. Das geht einfach nicht. Ich mag mich doch auch gar nicht. Er ist schon ein bisschen komisch, aber ist irgendwie auch verständlich. Komm schon, Manu! Lass uns schwimmen gehen! Nein, Emmy, komm mit! Komm, Manu! Dann schubse ich dich, wenn du das machst, hasse ich dich! Los! Da ist ja wieder der Manu. Jetzt komm her! Komm, au! Ich, Manu, los! Wir müssen zu diesen komischen Besprechungen kommen. Ich komm ja schon. Au! Haha, Opfer! Hä? Ah! Manu, jetzt benimm dich doch mal. Ja. Irgendwie komische Besprechung. Ach, ich sag einfach. Es geht mich ja eigentlich auch gar nicht an. Aber ich müsste nochmal mit Tiger sprechen. Das ist schon komisch, aber ist natürlich auch klar, ich habe ja meinen Namen nicht gesagt. Aber dass wir uns immer an Orten treffen, an denselben Orten, das ist echt. Ist das Zufall oder? Das musste doch Zufall sein. Ich fliege jetzt einfach ein bisschen rum. Aber das ist schon seltsam, dass ich ihn da beim Eissee getroffen habe und auch noch beim Baden, nur dass er mich nicht gesehen hat. Auch irgendwie gut so. Aber ich finde den irgendwie auch komisch. Weil, ja. Vielleicht ist er ja schon netter Typ, aber kennt mich ja gar nicht. Also kann ich auch verstehen, dass er irgendwie abweisend ist. Ich habe ja auch nicht mal meinen Namen gesagt. Ich habe einfach nur gesagt, dass ich den irgendwo her habe. Aber ist schon komisch. Der ist schon komisch. Ja. Frag mich halt, warum wir uns denn die ganze Zeit treffen. Und verliebt habe ich mich aber nicht. Das kann ja nicht sein, dass ich mich verliebt habe. Kann ich doch nicht machen. Wee! Aber irgendwie finde ich ihn ja schon sehr süß, aber er wird mich doch nicht mögen.
Ich bin ja nur für ihn ein Freunder. Ach, ich weiß ja auch nicht. Ich bin bestimmt nicht in der... Ich kann mich doch nicht einfach verlieben. Ich habe schon so schlechte Erfahrungen mit der Liebe gemacht. Na gut. Das war Liebe zu Eltern, aber die Eltern habe ich ja verloren. Einfach so. Die wollten mich eigentlich nicht. Ey, was machst du bei mir zu Hause in meinem Revier? Ey, warte doch mal. Warte doch mal. Blume! Bist du? Blume? Maudado! Maudado, wo bist du? Maudado? Der heißt doch nicht, hä? Maudado? Wen ruft der denn da? Maudado, du musst zum Essen kommen. Und Sommei, du auch. Und Blume auch. Okay, okay. Bis gleich. Bis gleich, Manu. Sommei, Maudado und Blume. Wo ist dieser komische Junge? Ist das seins? Ist das sein Zuhause? Und da hier? Da ist doch dieser Junge. Ah. Maudado? Mann, Maudado, hör auf wegzufliegen. Manu, komm. Ich komm doch schon. Hör auf mich zu nerven. Haha. Au. Ich suche irgendwie Tiger. Vielleicht kann sie mir ja helfen. Vielleicht kennt sie ja den. Aber wo könnte sie denn sein? Bestimmt zu Hause, weil es ja dunkel wird. Aber sich jetzt noch auf den Weg zu machen, ist eher kontraproduktiv. Aber ja, ich muss einfach mal mit Tiger sprechen. Es war ein langer Weg, aber ich werde sie schon finden. Jetzt bin ich da, muss man auf die Insel. So, Tiger, ich muss mal mit dir reden. Ich habe so einen komischen Jungen beim Icy getroffen. Der war so irgendwie so schwarz und hatte grüne Augen. Du meinst wohl Manuel? Manuel? Der wohnt im Kinderheim, weil er seine Eltern verloren hat. Oder er wurde da abgegeben. Okay. Und seine besten Freunde sind halt Maudado Zombie. Okay. Ja. Und naja, das sind auch meine Freunde. Ich kenne sie sehr gut. Nur Manu ist halt irgendwie sehr schüchtern. Er kennt dich zwar nicht, er wird dich nicht kennen, weil du ihm ja fremd bist, weil er dich ja zum ersten Mal gesehen hat, aber warte doch einfach ab, vielleicht wird er ja doch Freunde. Lass ihn doch einfach Zeit. Okay. Wenn ihn einfach das nächste Mal siehst, nicht hinterherlaufen. Okay. Danke für den Rat. Tschüss. Manu heißt er also. Frag mich aber wirklich, warum er abgegeben wurde. Ich muss jetzt nach Hause und Abend essen. Dort zu Hause und an Feuer sitzen. So. Jetzt habe ich fertig gegessen und ja, lege mich noch ein bisschen ins Feuer, bis ich einschlafe. Ich
habe eine Frage. Ja. Soll ich denn, wenn es denn nach Manus dann